Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um Geschenkideen für Kinder, die schon alles haben. Denn meine Kinder haben eigentlich alles. Die hätten zu Weihnachten eigentlich überhaupt keine Geschenke gebraucht in diesem Jahr. Weil durch Vince haben wir logischerweise viel Spielzeug. Und Svea hat dann zu ihrem ersten Geburtstag auch eine Puppe und einen Puppenwagen bekommen. Also diese klassischen Mädchensachen, die wir jetzt einfach noch nicht da hatten. Und es war einfach so dieser Tatbestand, sie hätten nichts gebraucht. Und ich bin ja so ein Mensch, ich gehe zweimal im Jahr durch die kompletten Spielsachen der Kinder und sortiere aus. Es gibt so Sachen, da dachte ich, das wäre eine coole Sache und die Kinder fanden es doof, zum Beispiel. Oder einfach dann Sachen, wo sie dann langsam einfach zu alt geworden sind. Oder Dinge, die auch kaputt gegangen sind, die ich dann einfach auch mal wegschmeiße. Das mache ich zum Beispiel zweimal im Jahr. Weil ich bin sowieso so ein Typ, ich mag nicht Massen an Dingen. Ich bin da eher so ein bisschen minimalistisch angehaucht. Und ich bin halt auch nicht so ein riesengroßer Fan von Konsum. Ich verstehe natürlich aber, dass alle den Kindern was schenken wollen. Also, dass die Omas alle was schenken wollen, die Tanten, das Freunde, dass halt alle was schenken wollen. Und da kommt halt eine unglaublich große Masse zusammen. Und auch wenn wir als Eltern wirklich nur ein Geschenk für jedes Kind, das haben wir ja von Anfang an so gemacht, kommt da einfach unglaublich viel zusammen und die Kinder können das auch gar nicht mehr verarbeiten. Die wissen ja gar nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht, so ging uns das im letzten Jahr. Und deswegen habe ich mir in diesem Jahr Gedanken gemacht, was man alternativ machen könnte und werde euch auch erzählen, was meine Kinder dann in diesem Jahr bekommen. Zum einen ist natürlich Geld eine Alternative, weil ich weiß das aus eigener Erfahrung, die Omas, die haben so einen bestimmten Wert im Kopf, sagen wir jetzt mal 50 Euro pro Kind und das muss ausgegeben werden. Und wenn ihr aber eine Spielzeugidee habt, die nur 20 Euro kostet, ja, da sind ja noch 30 Euro Rest, die müssen noch irgendwie investiert werden. Und Kinder können doch den Geldwert von Spielzeug sowieso nicht einschätzen. Dann sag diesen Omas doch, kauf bitte dieses eine Spielzeug und das Restgeld, das gibst du mir und das kommt auf das Konto der Kinder oder ins Sparschwein oder irgendwas. Eine andere Möglichkeit sind auch Gutscheine, finde ich auch immer super. Ich lasse mir super gerne Gutscheine schenken für den Zoo. So eine Jahreskarte für den Zoo zum Beispiel. Oder wir haben auch eine Jahreskarte für unseren Indoor-Spielplatz. Oder einen Gutschein für ein Schwimmbad zum Beispiel. Oder Kinogutscheine. Das ist auch immer wunderschön, weil dafür bringt man Zeit mit den Kindern irgendwann dann im nächsten Jahr. Und man muss es halt einfach nicht bezahlen, das ist doch auch mal ganz schön. Zusatzsets finde ich auch immer gut. Wir haben zum Beispiel eine große Murmelbahn und es gibt Zusatzsets für diese Bahn. Da kriegt man wieder neue Teile dazu, neue Kurven, irgendwie sowas. Und dann lasse ich mir gerne sowas schenken. Das ist halt einfach was, was schon da ist und was gerne wachsen kann, weil die Kinder es auch sehr, sehr gerne bespielen. Also dann diese Zusatzsets. Oder Vince hat ja auch ein Tipptoy und da gibt es jedes Jahr irgendwas Neues für dieses Tipptoy. Das finde ich zum Beispiel auch in Ordnung. Vor allen Dingen, wenn man weiß, die Kinder spielen damit sehr gern. Oder bei uns ist Lego auch sehr beliebt und dann gibt es zum Beispiel eine große Kiste, einfach nur mit Lego-Steinen. Oder ein neues Lego-Set von mir aus dazu. Aber so Zusatzsets finde ich auch ganz gut. Dann kann man auch Gebrauchsgegenstände schenken. Eben weil Kinder dann so viele Geschenke kriegen, schenken sie auch nicht jedem Aufmerksamkeit. Ich fand das irgendwann als Teenager zwar doof, als ich nur noch irgendwie Gebrauchsgegenstände geschenkt bekommen habe und nicht mehr das, was ich mir wirklich ernsthaft gewünscht habe. Aber wenn man das gut mischt, finde ich, ist das okay. Wenn die Kinder ein Spielzeug kriegen und dann vielleicht noch was an Klamotten zum Beispiel. Oder bei größeren Kindern dann irgendwas für die Schule oder für den Sport, wenn die halt auch einen Sport haben, der viel Geld kostet. Ich denke da nur an Fußballschuhe, die sehr viel Geld kosten können. Dass man dann halt auch sowas sich einfach wünscht. Warum denn nicht? Kinder freuen sich doch deswegen da trotzdem drüber, einfach weil sie wissen, dass sie es brauchen für ihren Sport. Was ich auch noch sehr, 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 sehr schön finde, sind Briefe und Erinnerungen. Also einfach mal zu sagen, in diesem Jahr wird nichts geschenkt. In diesem Jahr schreibt jedes Familienmitglied einen Brief, steckt Fotos dazu, irgendwelche Erinnerungsstücke und das wird gesammelt und wenn die Kinder 18 Jahre alt sind, bekommen sie das. Das finde ich auch so schön. Und damit schenkt man den Kindern viel, viel mehr, als wenn man ihnen halt Spielzeug im Wert von 50 Euro findet. Das finde ich übrigens mal ab vom Thema Weihnachten auch eine sehr schöne Idee zur Geburt eines Kindes. Da werden keine Geschenke gemacht, sondern da werden Briefe geschrieben, Fotos in eine große Kiste gelegt und wenn das Kind 18 Jahre alt ist, bekommt es das. Das finde ich super schön. Oder auch solche Erinnerungsalben. Da gibt es ja Oma, erzähl doch mal, wo die Oma halt aus ihrem Leben erzählt. Und dass man sowas dem Kind dann schenkt, das finde ich viel, viel schöner. Und Zeit, das Geschenk Zeit. Dass man einen Gutschein ausstellt für das Kind, du, wenn wieder besseres Wetter ist
Oma und Opa verbringen mit dir einen ganzen Tag im Zoo oder in einem Freizeitpark zum Beispiel. Ist auch so wieder vergleichbar mit den Gutscheinen, aber dass man nicht halt noch ein Spielzeug zum Hinstellen schenkt, im besten Fall auch noch irgendein Kuscheltier, weil die haben ja nicht schon Tausende, sondern dass man Zeit schenkt, dass man dem Kind sagt, dann und dann machen wir was zusammen. Das finde ich auch viel, viel schöner. Und kommen wir jetzt dazu, wie ich das halt in diesem Jahr für unsere Kinder gelöst habe. Die bekommen, wie gesagt, von uns als Eltern jeder nur ein Geschenk. Und da habe ich mir überlegt, weil sie sehen ja bei mir, dass ich viel halt mit der Kamera rumlaufe, ständig irgendwas fotografiere. Und das mögen die natürlich auch. Die wachsen damit einfach auf. Deswegen bekommt jeder von denen eine Kamera. Svea bekommt eine Holzkamera, die macht ein Klickgeräusch, wenn sie oben auf den Auslöser drückt und hat so ein, ja, wie nennt man das? Kaleidoskop drin. Das heißt, dass sich das Muster und die Steine immer wieder verändern, wenn es geschüttelt wird und sie da durchguckt. Das ist die Kamera für Svea. Und Vince bekommt einfach von VTech die Digitalkamera für Kinder. Übrigens auch nicht das neueste Modell. Das neueste Modell kostet, glaube ich, 60 Euro oder so. Aber wir kaufen ein Vorgängermodell gebraucht. Oder haben ein Vorgängermodell gebraucht, gekauft, ist im super Zustand. Und wenn er das jetzt noch 2-3 Jahre bespielt, hat das seinen Zweck absolut erfüllt. Also ich finde es nicht schlimm, bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel Spielzeug für Weihnachten zu kaufen. Also für meine eigenen Kinder zum Beispiel finde ich das überhaupt nicht schlimm. Dann habe ich natürlich so an Freunde, Familie verteilt. Das wären so Sachen, die ich mir wünschen würde für die Kinder oder die sich auch die Kinder wünschen würden. Vince hat zum Beispiel ja eine Hot Wheel-Bahn beim Opa stehen. Und da bekommt er von seinen Großeltern wieder ein neues Zusatzset für diese Hot Wheel-Bahn, dass sie wieder noch eine neue Kurve dazu bauen können, weitere Wegschienen-Dinger da dran bauen können. Das steht dann zum Glück auch da bei Oma und Opa und nicht bei uns zu Hause. Da bekommt er da zum Beispiel ein Zusatzset. Genauso bekommt er zum Beispiel die Tiptoy-Feuerwehr, weil er halt einen Tiptoy schon hat, der spielt gerne Tiptoy. Und im letzten Jahr gab es den Bauernhof und in diesem Jahr gibt es halt die Feuerwehr zum Beispiel. Dann interessiert sich Svea sehr schon für Rollenspiel und Tiere. Und deswegen wird sie ihre ersten Schleichtiere bekommen. Schleichtiere sind teuer. Und deswegen wird es halt nur wenige Schleichtiere geben. Jeder schenkt da halt so ein bisschen was da, die Oma da, die Tante. Bücher habe ich mir gewünscht. Bücher gehen einfach immer. Vor allen Dingen bei uns, weil wir jetzt neuerdings ein Kind, nein, nicht neuerdings, also seit anderthalb Jahren wohnt in diesem Haus ein bücherzerstörendes Kind. Denn Svea nimmt ein Buch und wir normalen Leute würden es so aufblättern. Svea blättert es aber, also ich mache es jetzt nicht kaputt, aber Svea macht es so und bis zum Anschlag. Also die bricht die Bücher immer hier und erwischt dann gerne natürlich auch mal ein Buch, was kein Pappbuch ist und dann hat man halt nur noch lose Seiten. Also ich gehe da auch sehr regelmäßig durch die Bücher und muss halt was wegschmeißen und da darf es dann auch sehr, sehr gerne immer wieder neue Bücher geben. Vor allen Dingen, weil sie auch für mich schön ist, weil ich ein Buch ja ungefähr 20 Mal vorlesen muss, wenn ich dann halt auch mal einfach ein neues Buch habe. Dann wird Svea zum Beispiel auch Aquadoodle bekommen. Das wollte ich früher immer mal für Vince und irgendwie hat das halt nie bekommen und deswegen bekommt Svea das jetzt. Vor allen Dingen, weil sie sehr, 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 sehr gerne malt. Allerdings auch überall. Das Problem hatte ich bei Vince einfach nicht. Der wusste, mit Stiften wird auf dem Blatt Papier gemalt. Svea malt überall. Die hat schon bei Freunden das Spielzeugmotorrad angemalt, meine ganze Tischdecke ist voller Kulistifte, also bei Svea muss auch alles wegschließen. Also Svea malt sehr, sehr gern und überall. Deswegen bekommt sie so eine Aquadoodle-Matte mit einem passenden Stift dazu, der dann halt ja auch nirgendwo anders malt, sondern nur da. Und da kann ich das halt auch mal unbeobachtet liegen lassen. Weil so muss ich immer gucken, sie muss mir kommunizieren können, was halt noch nicht so einfach ist, dass sie jetzt gerne malen möchte. Und dann muss sie halt rausgeben. So liegt das Aquadoodle halt da und sie kann anfangen, wenn sie möchte. Und sie wird neue Stifte bekommen, die auch nicht günstig sind. Das sind von wo sind die? Sind die von, die heißen auf jeden Fall Woodies oder so. Von Stabilo sind die, Stabilo Woodies. Ich verlinke euch die mal unten in der Infobox, so wie ich euch auch, das war der Tisch. So wie ich euch auch die anderen Sachen verlinken werde, von denen ich jetzt erzähle, ich verlinke euch auch diese Buntstifte. Die sind recht klein und sehr dick, aber die geben ganz einfach Farbe ab. Also die Kinder, ich habe zum Beispiel so ganz billige Stifte mal geschenkt bekommen für die Kinder von McGuides. Und die geben überhaupt keine Farbe ab, die Buntstifte, null, das ist Müll.
Und diese Woodies, ohne dass die Kinder viel Druck ausüben müssen, geben die halt schön Farbe ab. Und du kannst es überall wegwischen. Überall wegwischen. Und deswegen wird sie halt diese Stifte bekommen. Und da werde ich dann, wenn sie die Stifte dann zu Weihnachten bekommen hat, mal durch die Buntstifte gehen und halt diese günstigen, die echt Müll sind, wegschmeißen. Und da halt da was Gutes, durch was Gutes, was Besseres einfach ersetzen. Genau, das waren so meine Ideen, was man so schenken kann, wenn die Kinder eigentlich gar nichts brauchen. Und ich habe euch erzählt, was unsere Kinder bekommen werden. Wir werden dann sehen, was es noch so alles geben wird. Ob sich jeder daran hält, dass es bitte nur das gibt und nicht noch 1000 Sachen mehr. Ich hoffe doch sehr. Also ich bin dieses Jahr zum Beispiel für meine Oma einkaufen gegangen. Sie hat gesagt, hier, das ist Betrag X. Und ich bin dann einkaufen gegangen, habe für jedes Kind genau 2 Sachen geholt. Und habe dann gesagt, Oma, und bitte nicht mehr. Das war's. Die kriegen das und das reicht dann auch. Ich hoffe, sie hält sich dran. Ja, schreibt doch gerne mal, wie ihr das so seht. Mit Kindern und diesem extremen Konsum zu Weihnachten und den vielen, vielen Geschenken, die sie bekommen, wie ihr das vielleicht zu Hause bei euch gelöst habt und was eure Kinder vielleicht dieses Jahr zu Weihnachten bekommen. Und ich hoffe, das Video heute hat euch wieder gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, tschüss!